Ihr grüßt euch Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier geht es um Handheld Filmmaking. Zum einen möchte ich euch Methoden zeigen, wie ihr das machen könnt und zum anderen natürlich noch Tipps, wie ihr richtig smooth Handheld Shots hinbekommt. Viel Spaß! Heute geht es ums Thema Handheld Filmmaking. Ich persönlich filme sehr, sehr viel aus der Hand und ich werde das an der Canon 1DX Mark II demonstrieren mit dem 16:35mm Objektiv. Weder die Kamera hat irgendeine interne Stabilisierung noch das Objektiv, also alles ganz oldschool. Und genau, damit legen wir direkt jetzt los. Viel Spaß! Also kommen wir zu Tipp Nummer 1 und das ist ein Top-Handle, wie ihr seht, hier zu benutzen. Und damit habt ihr einfach den Vorteil, dass die Kamera sozusagen in eurer Hand die ganze Zeit ja ruhig liegt und die Schwerkraft mehr oder weniger den Rest macht. Es ist anders, als wenn die Kamera so haltet und dann können dadurch immer so Mikroerschütterungen entstehen. Wenn ich jetzt also sage, ich möchte hier diese Blumen filmen oder diese Blätter hier und filme hier einfach entlang. Also das wäre dann schon so, wie man das im Prinzip machen kann. Da kann man relativ kreativ mit werden. Die Shots, die ich von der 1DX gemacht habe, habe ich auch gemacht, indem ich einen Top-Helm benutzt habe. Also da habt ihr schon mal die Möglichkeit, dass viele so kleine Mikroerschütterungen, die entstehen, wenn ihr die Kamera so haltet, einfach nicht entstehen können. Also kommen wir zu Methode Nummer 2 und das ist persönlich meine liebste Methode und das ist die mit dem Kamera-Strap-Kamera-Gurt. Habe ich jetzt einfach hier meine Kamera befestigt und damit habe ich einfach den Vorteil, dass ich hier ein 3-Kontakt-System sozusagen herstellen kann. Punkt 1, Punkt 2 und hier mit meinem Nacken auf Spannung und dann kann ich die Kamera wirklich sehr, sehr ruhig bewegen. Und wenn ich euch das jetzt mal demonstriere, und zwar filme ich jetzt mal die Kamera hier, die mich gerade filmt, mehr oder weniger. Und ihr seht dabei, wie ich das mache. Also ich halte das direkt auf Spannung und schon bewege ich mich rein. Und bewege mich um die Kamera rum. Und ich kann auch hier irgendwie so eine Art Push-In machen. Ungefähr so. Und ein Push-Out. Genau, also ihr seht schon grundsätzlich, worum es geht. Und weiter geht's mit den Tipps. Okay, kommen wir zu Tipp Nummer 1. Nicht Methode Nummer 1, sondern Tipp Nummer 1. Und das ist mit der wichtigste Tipp überhaupt. Und zwar bedeutet das, aus der Hüfte zu arbeiten. Ich demonstriere euch das hier mal kurz. Ich gehe mal ein bisschen weiter raus, so ungefähr, genau. Und ihr seht schon, wenn ich jetzt hier diese Pans mache, mache ich das immer. Ja, jetzt sieht das gleich besser. Also ich mache das immer so aus den Beinen und aus der Hüfte von links nach rechts. Und das gibt mir wirklich sehr, sehr ruhige Ergebnisse. Anders als wenn ich jetzt irgendwie das mit der Hand so machen würde. Das würde halt einfach, dadurch, dass ihr halt mit der Hand immer arbeitet, kommen halt immer Mikroerschütterungen rein. Und deshalb wirklich Kameraarme hier so wirklich straight halten, dass hier Spannung aufgebaut ist und dann könnt ihr den Rest wirklich ganz entspannt aus der Hüfte machen, auch diesen Pan hier aus der Hüfte. So, und auch wenn ich mich jetzt vorbewege, mache ich das quasi nur aus den Beinen, in denen ich so nach vorn und hinten wippe. Und das ist es eigentlich schon. Kommen wir zu Tipp Nummer 2 und das ist, dass ihr Weitwinkelobjektive benutzen solltet oder weitwinkligere Brennweiten, weil je weitwinkliger ihr im Prinzip seid, desto mehr werden diese Mikroerschütterungen halt eben nicht wahrgenommen. Wenn ihr halt so wirklich ganz krass reingezoomt seid, dann sieht man halt ziemlich stark halt diese Mikroerschütterungen und deshalb habe ich auch hier das 16 zu
Ich hoffe, man sieht es hier irgendwie, das 16 zu 35 mm fokussiert immer auf mein Gesicht. Ja, der nächste und vorletzte Tipp auf der Reihe ist im Prinzip der allzeit bekannte Ninja Walk. Und da macht ihr im Prinzip nichts anderes, als wirklich sehr vorsichtig zu laufen. Die Knie habt ihr wirklich leicht gebeugt und dann macht ihr wirklich mit den Füßen eine sehr vorsichtige Abrollbewegung. Und das resultiert letztendlich darin, dass ihr beim Laufen halt nicht diese klassischen Erschütterungen habt und das würde sich dann halt auch nicht so auf die Kamera übertragen. Also wenn ihr wirklich die Methode machen wollt, dass ihr jemanden Handheld verfolgen wollt, also gehen wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, diesen Ninja Walk da zu machen. Und bekanntlich hilft der ja auch, wenn ihr beispielsweise einen Gimbal benutzt, dann diese Auf- und Abbewegung im Gimbal oder im letzten endlichen Bild dann nicht mehr zu haben. Ja, so kommen wir zu den letzten zwei Tipps. Also Tipp Nummer 1, der ist vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Nutzt Slow Motion, wenn ihr könnt. Also je mehr ihr das Footage halt langsamer machen könnt, entweder 60 Frames oder 120 Frames, noch besser sogar, desto weniger fallen halt diese kleinen Mikroruckler, die man mit dem Körper halt irgendwie ausübt, weniger auf. Und ja, das ist einfach ein Riesenvorteil. Also, wenn ihr es wirklich so machen wollt, könnt ihr das gerne mal dann zum Beispiel B-Roll dann in Slow Motion machen und dann könnt ihr das wirklich sehr gut Handheld machen, weil dann fallen halt einfach zusammen mit den anderen Tipps, die ich genannt habe, einfach diese Ruckler einfach nicht so sehr auf. Und finally, der letzte Tipp ist natürlich, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich mache es ganz oldschool, aber wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, sowas wie digitale Stabilisierung, also sowas in der Kamera und natürlich noch, dass das Objektiv Bildstabilisierung hat, dann solltet ihr das auf jeden Fall nutzen, weil das zusammen arbeitet dann zusammen ganz gut und verhindert auf jeden Fall noch, dass irgendwelche, wie soll ich sagen, Erschütterungen ins Material kommen und dann habt ihr da in der Post nicht irgendwie noch so einen Ärger damit, das Ganze denn zu stabilisieren. So, bevor hier gleich ganz die Lichter ausgehen und es ziemlich kalt wird, danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Wenn ihr dazu noch Ideen, Anregungen habt, dann haben alle was davon. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr den Like-Button drückt, das Ganze hier abonniert und wir sehen uns dann damit in meinem nächsten Video. Macht's gut, Leute, ciao. Ich nehme sehr, sehr viel aus der Hand und zeigen werde ich euch das alles an der... Ja, genau. Genau, heute geht's ums Thema. Heute geht's ums Thema. Heute geht's ums Thema.